Baby, my heart could do for less. Heart at 23. Hallo, heute ist der 27.12. und heute kommen einige meiner YouTube-Freunde zu mir nach Nürnberg und wir treffen uns in der Stadt und machen halt, keine Ahnung, gehen zu Starbucks, gehen was essen oder so. Und da würde ich sagen, nehme ich euch einfach mal mit und ja. Hallo, ich habe jetzt seit Fatima, warte, das war kein gut aufgebauter Satz. Und Lolo und Henny und wir warten jetzt noch auf Max, Carlo. Das war's. Also wir laufen gerade zum Starbucks. Wir frieren zu Tode. Und jetzt ist Carlo auch da. Hallo. Und ich danke dir. Ja. Nee, mir geht's nicht. Carlo war beim Friseur. Schaut aber echt voll anders aus. Jetzt ernsthaft. Total erwachsen auf einmal. Guck, was raus. mein, genau. Ja. Ey, wir beide mich so anschauen. Ich habe immer Angst, was da drinnen ist. Dann mache ich jetzt halt das, okay? Oder erst. Oh, das schaut so süß aus. Ihr seid so cool. Oder du oder alle, keine Ahnung. Willst du noch was sagen? Ja, danke. Ich freue mich so. Du sitzt einfach nur so da, als wäre dir so richtig kalt. Einfach. Und ich hocke da so. Wir sitzen hier schon seit zwei Stunden hier. Wird hier gerade gefilmt? Also wir haben es jetzt auch mal. Die Vögel! Also wir haben es jetzt auch mal aus dem Starbucks rausgeschafft. Endlich, nach 3,5 Stunden. Da waren 4 Stunden? Nein, nach 3 Stunden. 3 Stunden. Und jetzt laufen wir zu meinem Outfitters. Und okay, ja, gut. Echt? Dann okay, warte, bis wir aufgestanden sind. Hallo! Wir sind gerade bei eurem Outfitters. Lolo, was willst du jetzt tun? Fashionflasche, Teddy und ich glaube, wir sollten den Knüppel. Also wir sind gerade bei Hans im Glück, aber ich glaube, man versteht uns gar nicht. Nee, muss unterziehen sein. Hi. Und wir haben jetzt immer nur die Münder. Also. Sorry. Und wir haben jetzt gerade bestellt. Dieses Babyglas. Also. Also seid ihr schon Zuschauer? Ja, ja, ein bisschen länger so. Okay. Das war zu fame für die Welt. Keine Wunschstoff-Blocken, weil ich bin in deinem Block dabei. Für Franzi. Für Franzi, ja. Du bist schon mitmachen, das kennt ihr gut. Danke. Dankeschön. Ja, wir warten hier jetzt gerade an dem Busbahnhof und warten auf meinen Bus, aber der kommt einfach nicht. Oh Gott, nein, nicht von unten. ja, ich kann das mal da. Von unten. Ja. Ich kann von hoch arbeiten. Hallo. 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 Ach Gott. Tschüss, Henny. Ich kann jetzt gar nicht mehr. schau sie weg. Okay. Aber das ist. Oh, ist das beschäftigt? Wir erklären gerade Twitter. Also wir sind gerade im Chinchita und trinken noch einen Tee. Also ich und Carlo trinken einen Sweet Berry Tee. Und der, was trinkst du nochmal, Max? Ich trinke den Heidelberg Glühwein. Was? Was trinkst du als ein Kinderpunsch, ne, Lolo? Und nur ein Heidelwein. Ja. Heidelberg Glühwein. Ein Heidelberg Glühwein. Ah ja. Machst du so ein Bild? Ich film gerade. Du filmst? Vloggen. Vloggen ist.
Also wir wollten euch noch kurz zeigen, was die lieben YouTube-Freunde mir geschenkt haben. Juhu. Also einmal zu einem Bilderrahmen. Und dann habe ich hier von Julia und Henny, obwohl Julia gar nicht da war, aber ich habe dich trotzdem lieb, Julia. Erstmal einen Forever 21 Gutschein und dann so voll das coole Armband. Das ist voll cool, warte. Und zwar hat es hier so das Heiligtümer des Todes Zeichen. Und das hier war von Fatima teilweise. Okay, also, da hängt noch mitten Lodos. Ja. Also das hier war noch von Max, Leo und Carlo. Hier haben wir einen random Lolli von Lolo hier noch mit drin. Also das war noch von Lolo. Und von Fatima habe ich hier noch so welche Flash-Tattoos, was richtig cool ist. Also die wohl so gold sind. Und so eine Body-Lotion mit so einem Diamanten im Job. Und ein Nagellack, ein Sandstyle in so schwarz oder grau, besser gesagt. Ja, so Glitzer. Lolos Eulenherz. Dann hat mir Lolo noch was richtig Geiles geschenkt. Ein sehr, sehr tolles Geschenk. Und zwar hat sie mir eine Seife selber gestaltet. Und zwar steht drauf, hab dich lieb. Freunde braucht man nicht, suchen, sie finden sich. Und da ist ein Foto von uns. Wie cool ist das, bitte? War das viel Arbeit? Ah ja, und das war noch von Carlo, Leo und Max. Also auch noch an dich, Leo. Danke, auch wenn du nicht da warst. Freut mich trotzdem sehr. Also ja, ich hab dich lieb. Und das war auch noch von Ihnen. Und zwar kann ich hier meinen eigenen Glücksklee wachsen lassen. Da fehlt doch aber noch was, oder? Ja, ich weiß, aber meins war mittendrin. Kann mein Spaß. Genau, von Lola habe ich auch noch was. Und zwar, gut, also ich zeige es mal. Oh, darf man das überhaupt zeigen? Ja. Und zwar haben wir hier, was ist das eigentlich, Prosecco oder was? Ja. Frizzante. Hat voll das coole Design. Ja, das schaut halt voll hübsch aus, einfach in so einer Dose mit so rosa und so. Diesen Duschschaum hier, wo aussieht wie Sprühsahne. Der riecht richtig gut. Und dann haben wir hier noch eine Handcreme, die riecht nach Granatapfel und richtig gut. Und dann haben wir noch solche Merci's, die es bei uns nicht gibt. Also die sind platt. Bei uns gibt es sie nicht platt. Voll komisch. Und dann noch zwei Sachen von Carlo, Leo und Max. Es ist schon 5 Minuten lang hier, unser Gespräch. Und zwar sogar ein Schokofondue mit Schokolade dazu. Voll cool. Und wir richten mir gleich Twitter ein, weil ich bin so ein Opfer und habe noch keins. Schau mal, wie viel Zeug da liegt. Nochmal danke an euch. Es war ein sehr schöner Tag. Ich mit meinen Waldtieren. Also heute ist der nächste Morgen und ich dachte, ich beende jetzt einfach mal den Vlog. Also Lolo ist jetzt immer noch da und wir gehen jetzt gleich Bilder machen aufs Feld mit dem Schnee. Genau. Es geht schwer, oder? Ey, es läuft. Und dann hoffe ich mal, euch hat das Follow Me Around gefallen. Auch wenn es vielleicht nicht so viel war gefilmt. Aber naja, wir haben eh nicht so viel Spannendes gemacht. 3 Stunden im Starbucks, ich meine. Wäre gut. Immer doch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.